So, willkommen. Ja, wir haben jetzt seine Schwester weggeklatscht und... Was ist dies? Da liegt ein Wäffelchen. Das ist, glaube ich, die Tranquilizer Gun nochmal, oder? Naja. Das war ein ach so versteckter Bereich, den wir letztes Mal geholt haben. Ach, das ist das kein Scharfschütz... Warum hat denn das kein Zielfernrohr, oder? Bin ich doof? Ja, doof bin ich auch, aber das kann doch nicht sein, Mann. Das Ding hat ein Zielfernrohr und es hat kein Zielfernrohr. Ups. Sollte man nicht so springen? Nein. Achso, der braucht zwei. Ah. Ach, die Waffe ist wirklich nicht so gut, finde ich. Wenn sie ein Ziel von Rohr hätte, wäre die Waffe assi gut. Aber hat sie ja nicht. Ich muss mal erst einen Aufsatz finden. Ja, das kann natürlich auch sein, aber... Hat also die Reichweite, aber wie gesagt... Die Reichweite ist halt... Ich weiß doch gar nicht, wie lange das hält hier. So. Die haben halt aus dem Weg geräumt. Was natürlich jetzt vom Vorteil ist... Ah! Da oben. Was ist denn nur los? Da geht Bock mehr. Dass die Gegner hier nicht mitten im Gebiet respawnen, wo man ist. Bei Turok 1 kam ja dann diese komischen leuchtenden Strahlen. Ah! Und dann standen ja die Gegner wieder da. Hier Gott sei Dank nicht. Hier spawnen sie eigentlich nur, wenn du den Bereich verlässt und nochmal betrittst. Aber auch nicht alle. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Hä? Halt auch voll? Alter. Ach man, ja, kann ich wenigstens gleich beide benutzen. Eishex und Clean ist ein Gesundheitsproblem, ne? Aber ey, wieso habe ich hier nicht mehr Munition? Die sind so schnell alle. Aber. Ich habe schon wieder Zombies. Ich glaube, jetzt habe ich wieder Scheiße gebaut. Naja, die Munition wäre ebenfalls weg gewesen. Vor allem, warum hat das Ding eigentlich einen Sniper? Hat nicht mal ein Zielfernrohr. Habe ich eine Klappe auf... Uah! Au! Ach, da war noch eine Granate. Scheiße. Hab ich auch nicht mehr. Ich verballere mal, bis ich nur noch 7 habe, weil vielleicht finde ich noch einen Dreierköcher. Oh, was haben wir denn hier? Dass man nicht ein geiler Schuss war. Meine Fresse. Das war scheiße. Was? Aber hallo! Ey, ich lobe mich nie wieder, Mann. Ja. Ja, wartet mal. Ich guck mal, ob ich hier erstmal hin muss. Ah ja. Was ist denn jenes?
5 Betäub... Wegen 5 Betäubungsfallen bin ich jetzt hier runtergesprungen. Ja, nehmen wir mal das Gewehr. So, der Schatten geht durch die Decke. Oh, dunkle Fässer. Ja, den hier, genau den. Hä? Na, da war eins. Hier sind wir lang und dann hier oben lang. Und hier oben ging es ja, glaube ich, zu dem, wo wir gerade waren. Hier sind überall Wege. Wow. Mann. Zielen ist schon nicht leicht. Mal gucken, manchmal erstes Leben lassen in dem Game. Spätestens bei einem Bossfight, denke ich mal. Oh. Fünfmal daneben schießen bei einem Scheißfass. Ah, jetzt bin ich wieder voll. Habe ich ja alles gut berechnet. Oh nein! Die Teile gehen mir so auf den Sack. Oh. Hä? So. Schon wieder ein Talisman, den ich nicht habe. Oh. Warum liegt denn jetzt da der Tranquilizer? Die Wichser. Nö, hole ich mir jetzt nicht. Den Weg gehe ich nicht zurück für ein paar Minuten. Bevor ich jetzt da durchgehe, gucke ich nochmal die anderen Wege lang. Bevor ich hier noch was verpasse, ich habe die ganze... Die Wand sieht irgendwie komisch aus. Die ganze Zeit, diese Zombies nochmal gehört. Gut, das war ja aber dieser alten da, aber... hier runter. Hier. Ach. War ja klar. Vor allem der hier vorne lang geht, merkt nicht, dass sein Kumpel hinten auf mich ballert. Oh! Hä? Uah. Ich glaube zwar, hier wird dann dasselbe sein, aber ich muss trotzdem mal gucken. Ja. Sorry, aber ich bin ein Entdecker. Ich muss das prüfen. Also irgendwie bei so vielen Vierecken auf normal wäre es überhaupt nicht schlimm. Wenn ich jetzt sterben würde mal, weil so schnell wie du ein Level zusammenkriegst. Die müssten das so machen, dass du all deine Waffen verlierst, wenn du stirbst. Das wäre eine Bestrafung, aber ich glaube, dann wäre das Spiel wieder unscharf. Oh. Ich glaube, all diese Wege, die wir ja nicht betreten haben, sind nur darauf hinausgelaufen, diesen Schlüssel zu sehen oder zu finden. Ja, ich glaube, hier nochmal. Hier waren wir noch nicht gewesen.
Oh, diese Spinnen. Techbow, sniper capability enabled. Ach, weg. Das ist ekelhaft. Was? Ja. So, Freunde. Der erste Tod. Und... Scheiße, die Säure, ja. Du darfst nicht in dieses grüne Gewässer rein. Hat man ja gerade. Aber wie dämlich, oder? Mal ehrlich. Naja, okay. Das war's also mit meinem prahlerischen Versuch, das Spiel ohne einmal zu sterben durchzuspielen. Aber keine Ahnung, ob man was bekommen hätte. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ach so, ich glaube, du brauchst wirklich diesen scheiß Talisman. Gut, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, haben wir jetzt erstmal alles hier erkundet in diesem Bereich. Dann gehe ich mal weiter. Wenn ich mich nicht irre, und ich bin irre, nein, falscher Weg. Falscher Weg. Dun, 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 dun. Falscher Weg. Die Musik finde ich in Ordnung in dem Game. Bei Turok eigentlich immer. Dieser Indianer Elektro, keine Ahnung, was das sein soll. Oh. Wo ist er denn? Oh, voll in die Fresse, nochmal ein Bitch-Slap mit dem Teil. Ey, du kommst in die Welt, du siehst noch nicht mal was. Deine Augen sind noch verblendet von dem Port. Und da wirst du schon beballert. Zum Glück ist der Dummibrot. Da oben ist schon wieder so ein Friedhof. Ach so! Ey, dass die mit diesem Unsichtbarkeitsding auch noch ballern können, finde ich gemein. Also, das ist echt die... Das ist fies. Hä? Wie willst du da wieder... Achso, das ist ein Leiter. Okay, dann nehme ich erstmal das. Ach, wisst ihr was? Wir haben's doch. Oh, war das dämlich. Okay. Ich hole mir das Gewehr jetzt. Hier komme ich hier nicht nochmal hin. Außer da oben vielleicht. Shotgun. Gut. Mal gucken, ob das jetzt endlich mal ein Talisman-Kammer ist oder wieder dieses Oblivion-Döns. Ich gehe jetzt mal erstmal hier lang. Aber wir werden das so gleich erfahren. Physik ist nichts für die. Die können an einer schrägen Wand lang springen und landen auch wieder zurück. Geil. Erst nochmal, was hier ist. Nee. You have found a sacred eagle feather. I have found a secret eagle feather. I can't believe this. This is amazing.
habe eine heilige Adlerfeder gefunden. Das ist der Traum eines jeden Indianers. Wisst ihr, unser einer träumt vielleicht von einem schicken Auto oder einem schönen Haus oder so. Das kriegt man ja als Kind schon eingebläut. Wert was Anständiges, damit du später mal ein schönes Auto fahren kannst, ein schönes Haus hast. Aber hier bei Turok, da ist es anders. Da haben sie gesagt, du Junge, wenn du mal eine heilige Adlerfeder in der Hand bekommst, dann hast du es geschafft. So, jetzt muss ich aber, glaube ich, zu diesem Kontrollpunkt. Warte mal, hier. So, ich hoffe mal, ich kriege hier ein Standbild. Ich mache einfach mal den hier, weil ich frech bin. Jetzt darf natürlich die Aufnahme nicht verkackt sein, sonst habe ich gerade meine Ressource für die Aufnahme zerstört. Na bitte. Wer ist denn das denn? The spirits accept your offering. They grant you the leap of faith talisman. With this talisman, you may leap great distances simply by standing on the talisman bands. Warum bist du eigentlich so leise, Kumpel? Sprung des Glaubens. Okay, das Wasser ist immer noch tabu für uns, aber... Wir können uns diese geilen Sprünge machen. Aber frag mich bitte nicht mehr, wo das war. Das war einmal im ersten Level. Und ein paar Mal hier. Oh. Ich hab keinen Blassen. Sorry. Ist der ein bisschen müde? Nee. Ist da was im Wasser? Ich glaube, die zu sammeln ist so unnötig, aber ist einfach in meinem Blut. Hä? Alter, was ist das für ein... Was ist das für ein Scheiß? Ah, Team! Ah, hier geht's hoch. Alter, warum ist da so ein riesiges Levelportal? Das Level ist doch ja noch nicht schon zu Ende. Oder kommt jetzt ein Bossfight? Das Level ist bei weitem noch nicht zu Ende. Wartet mal, ich mach mal einen Speicher. Das ist bei weitem noch nicht zu Ende. Mission gescheitert. Was? Echt jetzt? Wartet mal ganz kurz. Darf ich hier wenigstens eigentlich zurück zum Portal rein? Darf ich nicht. Gut. Ich habe gerade ein Standbild. Wir haben also die Mission nicht geschafft. Keine Ahnung. Ich muss, glaube ich, alles erledigen, bevor ich da durchgehe. Ich kann davon nicht mehr zurück zu den Portalen, glaube ich. Wenn ich... Ich muss mal gucken. Ich beende mal hier die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Aufnahme hat funktioniert. Haut rein.